um dich zu unterhalten. Kann ich auch einfach gehen oder muss ich die jetzt töten? Ich muss sie jetzt töten, ne? Ich würde ja gerne bleiben, aber ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich habe sowieso keine Freunde. Ich will auch keine Freunde. Das ist dann nur so Menschen wie Delfino, die sich Spiele von mir wünschen. Ach, komm schon, der Letzte killt mich natürlich wieder. Parker, halte sie auf! Lass Alter nicht mit dem ganzen Zeug entkommen! Du scheinst kaum noch Freunde zu haben, Parker. Hier kommen einige meiner Freunde, um dich zu unterhalten. Ja, sind genauso scheiße wie die anderen Leute. Sind genauso scheiße wie meine alten Freunde. Parker, halte sie auf! Lass Alter nicht mit dem ganzen Zeug entkommen! Du scheinst kaum noch Freunde zu haben, Parker. Bin ich jetzt gekillt? Nein. Hier kommen einige meiner Freunde, um dich zu unterhalten. So, erstmal wegschießen, so zwei, drei, alle. Ich würde ja gerne bleiben, aber so, ich muss keine Munition mich um andere mehr. Dinge kümmern. Parker, halte sie auf! Lass Alter nicht mit dem ganzen Zeug entkommen! Du scheinst kaum. Ich glaube, ich soll Alter nicht mit dem ganzen Zeug entkommen lassen. Hier kommen einige meiner Freunde, um dich zu unterhalten. Ah, die kommen erst, wenn ich den da getötet habe, oder wie? Großartig. Parker, halte sie auf! Lass Alter nicht mit Nur dem ganzen Zeug Gegner entkommen! Töten, ich mir du Gegner scheinst töten kaum noch Freunde zu haben, Parker. Hier kommen einige meiner Freunde, um dich zu unterhalten. Ich will aber keine Unterhaltung, ich will meine Ruhe. Ich würde ja gerne bleiben, aber ich muss mich um andere Dinge kümmern. Wie sie mich mit einer Kugel immer killen. Ach, einer bewegt sich schon nicht mehr. Ich würde ja gerne bleiben, aber ich muss mich um andere Dinge... Ich muss sagen, dieses System lädt immer alles sehr gut. Ich würde ja gerne bleiben, aber ich muss mich um andere Dinge kümmern. Was denn? Stricken. Häkeln. Ich mache diesen Häkelkurs, da muss ich jetzt noch einen Topflappen häkeln. Deswegen kann ich leider nicht bleiben. Ach, komm schon! Dass sie diese eine Kugel noch fliegen und dann ist man schon wieder tot, weil... Irgendwie fliegen meine Kugeln weiter nach rechts, als das Zielkreuz anzeigt. Das ist auch irgendwie... Scheiß Streuung. Mal kurz durchladen hier. Nicht weiter schießen. So unfair, wenn ihr schießt, wenn ich nicht schießen kann. Na also. Ganz einfach. Bumm. Was? Ach komm schon. Nein. 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 Was? Wo kommen denn die jetzt schon wieder her? Bitte mal sterben. Wo kam der denn jetzt bitte schon her? Und der andere auch. Ich hasse es, wenn Gegner einfach mitten in der Map spawnen. Waren das jetzt langsam mal alle? Nein. Was ist das jetzt langsam mal oder spawnen da gleich noch mehr Leute mitten im Raum? Es spawnen noch mehr Leute mitten im Raum. Los jetzt. Ich hab gesagt, Schluss jetzt. Wieso spawnen denn da ständig neue? Kann das mal aufhören? Das war doch sonst im ganzen Spiel nicht so. Ich hasse es. Dann gehe ich halt einfach. Tschüss. Ja, Söldner-Spawner, es ist halt... Ich gehe einfach. Leckt mich. Leckt mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Einfach mal hinten in den Rücken schießen. So wie man das halt macht. Er ist im Lüftungssystem. Spült ihn an.
Selbst auf diesen Gang zu klettern ist eine Herausforderung. Woher wissen die das? Achso, ja, die Welt. Kann. Hui. Ich geh mal weiter, ja. Ständig hier töten zu lassen, nervt mich jetzt halt. Was hat denn dein Schild auf mich geschossen? Komm wieder runter. Das war irgendwie unüberraschend. Überraschend meine ich, glaube ich. Ja. Und während der runterfällt, erschießt er mich noch. Ja, komm. Willst du eigentlich verarschen hier? Ja, dich. Könnte funktionieren. Wieso heißt das überhaupt SVL? Safe Lock. Safe Line. Leckt mich am Arsch, weil ich stirb. Jetzt eh. Von woher auch immer der jetzt kam. Schnauze. Ach, da ist er. Ich habe ihn gefunden. Weiß schon mal, wo er ist. Ist doch schon mal eine Verbesserung. Ich sollte mal wieder Deutsch lernen. Was habe ich sonst noch für Waffen? Lasse ich auch. Will ich nicht wieder stören. Das war nicht unüberraschend. Mhm. Du mich auch. Spricht man sich einmal und dann tritt der Fino direkt nach. Er hat keine Gnade, dieser Kerl. Immer nur nachtreten. Der Fino weiß auch nicht, wann man einfach mal aufhören sollte. Bevor man aus dem Chat gebannt wird. Ich muss ehrlich, jetzt wechselt doch nicht die Waffe. Ich will doch nicht auf einen 2 Meter entfernten Gegner mit dem Raketenwerfer schießen. Spiel, denk doch mal 2 Sekunden mit. Ich will aber das mal nachladen. So. Spawnen davon jetzt immer noch unendlich Gegner oder kann ich mal noch so ein bisschen Ausrüstung mitnehmen? Weißt du was? Scheiß auf die Ausrüstung. Auf. War nicht das erste Mal. Was war nicht das erste Mal? Dass du aus dem Chat gebannt wirst? Okay, wir laufen auch nicht da lang. Sondern wir laufen jetzt direkt da lang. Leck mich auf das Zeug, was da liegt. Ich will es gar nicht haben. Evakuierungshinweis. A-Personal sollte jetzt in Biwak-Transportern sein. Ich habe die Hälfte immerhin getötet. Jetzt habe ich gar keinen getötet. Ja, komm gleich mit 2. Fusion Rocket Launcher, ah. Da lebt ja noch einer. Hatte ich mir jetzt irgendwie beeindruckender vorgestellt. Aber wenn er noch einen überlebt hat. Vorbeigeschossen. Und tschüss. Geht doch. Müssen wir mal erst die großen Kanonen rausholen. Schlimm sowas. Durchladen und falsche Waffe.
Niederschließen. Und niederschließen. Und da ist noch eine. Dann nehmen wir gleich mal die Munition mit. Wir müssen in einen Schuss nachladen. Sonst habe ich nicht genug Munition im Kampf. Was habe ich denn da jetzt schon wieder gekillt? Ach, der hat auch eine Railgun. Du weißt, das ist auch kein Rail-Shooter. Ich sehe den nicht, aber er sieht mich. Das ist irgendwie unfair. Ich finde, das sollte man ändern. Da oben ist auch noch so ein Ding, ne? Da ist auch so ein Ding, ne? Ah, das Ding sieht mich, ja. Ich hab da was durcheinander gebracht. Ich glaube, jetzt sieht's mich nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt blind. Ich bin jetzt auch blind. Ich komme gar nicht weit genug weg, damit ich das... Hilfe! Doch, ich komme weit genug weg. Ich bin so gut für dich. Oh, der hat mehr Munition, als ich können. Schwierig, ganz schwierig. Machen wir es eben so. Ja, man kann mehr drauf einmal erschießen. Gut, dass wir das jetzt auch festgestellt haben. Finde ich schön. Haben wir wieder was gelernt. Das wir vergessen können, weil... jetzt wahrscheinlich kein zweites Mal Let's Playen wäre, aber hey. Und wenn, dann hätte ich es bis dahin eh wieder vergessen. Der Radius. Ich glaube, du meinst den Radius. Und ja, der ist übel. Der ist echt übel. Aber deswegen ist er auch ein Fusionsraketenwerfer und kein normaler Raketenwerfer. Weil der normale Raketenwerfer taugt nicht viel. So. Ich kann nicht durch diese Tür schauen. Das heißt, er ist im Ladebereich oder. Nein. Ich kann einfach nicht durch diese Tür schauen. Sachen gibt's. Der Wahnsinn. Ja, das ist der Wahnsinn. Warum schickst du mich in dieses Spiel? Was genau erschießt mich da jetzt? Das da erschießt mich. Und jetzt ist es weg. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Jetzt muss ich den da noch wegmähen und dann glaube ich, kommt bald Boss-Time. Ich glaube, es kommt bald Boss-Time, oder? Ich meine, ich muss doch bestimmt noch die alte da, die weggelaufen ist, erschießen. Parker, ich werde die letzte Person sein, die dich lebend gesehen hat. Sag ich, ja, Bosskampf. Spiel. Was? Muss ich den Witz jetzt verstehen? Verstehe den Witz jetzt nicht. Kannst du mal mit diesem fetten Raketenwerfer weggehen? Das finde ich nicht so lustig. Den möchte ich auch ehrlich gesagt nicht benutzen. Oder vielleicht doch? Hm. Gut, dass ich zwischenzeitlich auch mal treffe. Erste Transporterwelle ist
unterwegs. Was ist? Schnell mal durchladen. Und dann waren das auch alle. Das waren erstmal alle. Oh, dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen Munition für meine Railgun. Wie viele Fusionsdinger habe ich denn noch? Ja, nicht Hölle, sondern Spiel. Hölle, Hölle, Hölle. Ja. Delfino. Warum tust du sowas? Was ist das da noch? Ach, hätte ich dich noch mehr Railgun. So, ich vermute mal, jetzt kommt gleich Boss-Time. Hülle. Ist jetzt gleich Boss-Time angesagt? Erstmal noch nichts. Okay, ich dachte, das Ding fliegt jetzt vielleicht einfach gerade an mir vorbei, aber hat er scheinbar keinen Bock zu. Ich muss da mal weg. Ich komme nicht weg. Das ist jetzt irgendwie ungünstig. Ich glaube, ich habe verfehlt. Alter. Ach, komm. Inaktiver Chat. Jetzt entscheide dich. Inaktiv oder interaktiv? Nee. Das Problem ist, ich komme jetzt nicht mehr weg. Was soll ich das denn wieder machen? Ja, nämlich fast dabei drauf gehe natürlich. Er ist wenigstens tot. Ich hoffe, vor dem Bosskampf bekomme ich nochmal Lebensenergie. Ein inaktiver, interaktiver Chat. Oh, müsste auch so reichen, oder? Ich glaube, das reicht, oder? Nein, das reicht natürlich nicht. Wenn ich in dem Ding gewesen wäre, hätte es gereicht. Was hab ich denn? Was haben diese Raketen da für Reichweite, bitteschön? So, wie kill ich das Ding jetzt? So muss man so? Nein. 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 So vielleicht? Nein. Das war 2 mm zu tief. Das war jetzt 2 mm zu hoch. War jetzt wieder. Wie muss ich denn? Kann ich das Ding nicht so treffen? Das Ding fällt irgendwann einfach runter. Das erklärt einiges. Ja, meinst du, die taugt was gegen das Ding? Ja, geht. Ist doch jetzt tot, oder? Es ist tot. Es ist tot! Kennst du eigentlich auch Projekt Iggy? Nein. Sagt mir jetzt gar nichts. Aber meine Zuschauerschaft hat sie jetzt um 50% erhöht. Weil DE-M-ON reinkam. Jetzt aber nicht lustig, was da noch alles dazu kommt.
Soll ich das kennen? Will ich das kennen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber ihr werdet es mir gleich erzählen, was das ist. Solltest du mal spielen? Ja, ich sollte so viel spielen. Ich bin gleich tot. Ich habe hier gerade andere Probleme als Projekt I. Ja, weil wenn ich 3 habe und einer kommt dazu, erhöht sich meine Zuschauerschaft um 50%. Deswegen 50%. Ach komm, Alter. Sehr lustig, wenn man die Waffe selbst nur benutzt, aber... Ich habe mehrere Persönlichkeiten. Ja, schön. Wir nicht. Die restlichen 7 von uns haben eben nur eine Persönlichkeit. Oh! Ich weiß nur, die korrekte Version hatte kein Fadenkreuz. Korrekte Version von was? Ich möchte die ganze Version in Spanisch haben. Ja, das möchte, du hast den Abend auf realistisch auch. Nein, du bekommst einen Speicherpunkt ganz am Anfang. Ach komm, ich komme hier nicht weg. Was soll ich denn da jetzt machen? Dann zulaufen. Ist natürlich möglich. Weil. Ja. Das brachte keine Spannung.